Ich gehe zu den Mädchen und berühre sie. Ja, die ist noch ein ganzes Stückchen weit weg. Achso, also na gut. Dann, ja, die kommt dann, jetzt erstmal, die sind wir, brüllt aber richtig. Sind wir in der Nähe von dem Haus schon? Oder sind wir schon auf dem Hof? Ja, ihr seid jetzt so bei dem Brunnen. Okay. Der ist so ungefähr in der Mitte. Zwischen den Häusern. Ich erkenne die Situation als Gefahr, lasse meinen Zwergenbruder von meiner Schulter runterfallen und ziehe meine Axt. Okay. Wie nah standst du an dem Brunnen? Weit genug weg, also okay. Da habe ich drauf geachtet, also, ich bin kein... Also, außerdem bin ich nur 1,40 Meter groß, selbst wenn ich den fallen lasse, kann ich den nicht in den Brunnen reinstürzen lassen. Dein Zwergenbruder fällt zu Boden und du zückst die Axt. Das Mädchen kommt weiter auf mich zugerannt. Okay, so langsam sehe ich auch was dahinter, ne? Im Moment noch nicht, ist immer noch weiter weg, aber als er so da hinguckt, seht ihr, also die hat so, ist wahrscheinlich so 15. Also mein Alter. In der Richtung. Und dunkle Haare, hat halt ein Kleid an, kommt weiter auf mich zugerannt. Also Bauermädchen. 15 war es 15 Meter oder 15 Jahre? 15 Menschenjahre. Okay, ich... Ich weiß nicht, ob euch das hilft, aber ich schätze sie auf ungefähr 15. 15 Meter alt. Sie ist also noch spottjung. Nichts für dich. Sie ist noch ein 15 Baby. Ist in der Zeit erwachsen. Ja. Oh. Sie ist noch ein Welpe. Also mit 12 fängst du an zu arbeiten. Das ist voll alt. Ja. Also das ist tatsächlich ist es schon eine junge Frau in dem Moment. Oh, eine junge Frau. Bist du lustig? Nein. Ich auch nicht. Das wollte ich nicht. Das wäre zu krass gewesen. Ja, es kommt weiter auf die Zuhörer. Und jetzt tauchen plötzlich doch noch zwei Gestalten hinter ihr auf. Okay. Eine Sache, die kann ich ja schon von Weitem einschätzen, geht nur um den weiteren Verlauf. Hm? Ist sie... Also ich bin ein Zwerg, ich finde sowieso Menschen nicht ganz so attraktiv, aber würde ich sie wegen ihres Alters und ihres eigentlichen Erscheinung, würde ich sie als niedlich empfinden? Ja, er ist noch zu weit weg, um das einschätzen zu können. Okay, alles klar. Ja. Also es tauchen noch zwei Gestalten hinterher auf, die offensichtlich folgen. Ich bereite mich darauf vor, ich nehme mein Wurfmesser so in... Wie viele Wurfmesser hast du eigentlich? 5, hast du glaube ich gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 5. Nee, oder? Doch, 5-mal. 5 Wurfmesser. 5 Wurfmesser, okay, gut. Genau. Ich, man sieht es zwar noch nicht, aber ich bereite mich vor. Hast du schon mal bereit? Okay. Ich bereite es vor. Du hast sowieso die ganze Zeit deine Axt in der Hand? Ich habe schon mal meine Hand an meinem Dolch. Wir sind kampfbereit. Jetzt möchte ich doch mal was probieren. Okay. Man hört keine Vögel, nein. Gut, man hört keine Vögel. Mann, das ist voll doof. Vorhin ging es noch alles. Das ist voll blöd. Obwohl, ich weiß nicht, ob die Vögel gingen, da waren vorhin die Glocken drauf. Das tötet Vögel normalerweise, wenn man da Glocken drauf packt. Ja, okay, also die kommen alle, das Mädchen kommt weiter auf die Zuhörer. Hilfe, Hilfe! Ja. Wollt ihr auch vielleicht auch was zurückrufen oder steht jetzt auf dem... Menschenkind! Ja! Komm in unsere Richtung! Ich beeile mich ja schon, weil sie so doll rennt. Okay, Weil sie so doll rennt. Oh nein. Warte mal. Ich laufe ein bisschen in ihre Richtung. Ich laufe. Ich renne nicht, Das muss ich tatsächlich mal. Das muss ich jetzt. Würfeln? Ja. Aber ich weiß nicht. Ich weiß es wert aber nicht mehr. Wie viel? Was war Würfeln nochmal? Was? Würfeln? Ja, Würfeln. Toll. Wie viel waren. Würfeln mal 5 auf Würfeln. Was musste man für rennen? Körperkraft, Ausdauer. Körperkraft, Ausdauer. Okay. 5. Oh, geschafft, okay. Ausdauer. Okay. Also während du auf der Zuse- du hast es gerufen, ne? Ich hab gerufen. Ja, ich beeile mich schon. Genau, in dem Moment macht so einen kurzen Satz und fällt hin auf den Boden, krabbelt sich aber relativ schnell wieder auf und rennt weiter. Au, mein Knie! Okay, ich... Was ist denn los? Ich erübre mich, ich sag jetzt doch mal, lasst uns zu ihr rennen und ihr helfen. Okay. Ja. Sag ich zu den anderen. Ich reagiere auf das Zurufen und laufe in einem schnelleren Weg, also nicht vollen Sprint, weil ich habe meine Axt in der Hand, aber ich laufe in einem schnelleren Schritt drauf zu. Ja, also meine Axt schon in beiden Händen gehalten. Er läuft also auf sie zu und kommt schon so langsam näher und... Ja, das ist im Prinzip sieht sie genauso aus, wie ich sie eigentlich schon beschrieben habe. Ja, und die fällt so langsam auf. Das ist doch schon ein hübsches Mädchen. Ist schon ein bisschen niedlich. Da musst du unterscheiden, hübsch oder niedlich? Ist schon. Würde man jetzt niedlich. Okay. Würde ich als Zwerg. Ja. Ja.
Wichtig. Und dazu hat er vorhin schon, hast du das vorhin schon mal erklärt gehabt? Weiß ich nicht. Ihr wisst schon, aber die Leute da draußen noch nicht. Ja, ich habe eine besondere Eigenschaft, die nennt sich schwach gegen niedlich. Das heißt, meine Grundattribute verändern sich, wenn ich irgendwas in meiner Nähe sehe, was ich als niedlich empfinde. Das heißt, ich werde dümmer, aber stärker. Um es grob zusammenzufassen. Richtig, vollkommen richtig. Und langsam ist er auch in der Nähe, dass es greifen würde. Und dumm im Sinne dessen, ich habe nur 4 Intelligenz, das heißt, ich habe gerade noch so meine vegetativen Körperfunktionen dann überbehalten und die groben motorischen Fähigkeiten, die ich durch mein jahrelanges Training als Schmied und Axtkämpfer... Richtig, wunderschön. Trainer habe. Ja, ihr holt sie langsam ein und sie holen, die sind hinter mir her, ich weiß nicht, was, warum und Diebe. So, also ich laufe immer noch weiter, weil ich den Schuss nicht gehört habe und laufe also, ich bleibe erst stehen, als ich neben ihr bin und da ich sie als niedlich empfinde, stammle ich nur Habe da. Nee, das ist auch wirklich so, wie als ob ich versuchen würde zu sprechen, aber nicht intelligent genug dafür bin. Was ist passiert? Die da hinten, die zwei verfolgen mich und haben angegriffen. Warum denn? Was macht der Zwerg? Warum? Kann er nicht sprechen? Nein. Gerade nicht. Geht's dir gut, meiner? Also sie stellt sich hinter euch, ist offensichtlich total verängstigt vor den Leuten. Okay. Die kommen jetzt langsam auch in Rufweite. Hey, ihr! Was macht ihr hier? Geht weg! Ihr habt ja nichts verloren. Was habt ihr hier verloren, hä? Ja, das geht ja auch nichts an. Ich schnaube bedrohlich und krummel wie ein Bär. Okay. Kann ich auf Menschenkenntnis? Ist das da? Ist das da ein Bär oder ist das ein Zwerg? Es ist ein blutrünstiger Zwerg. Offensichtlich ist es ein blutrünstiger Zwerg. Kann ich auf Menschenkenntnis würfeln, was das für Personen sind? Wenn sie überhaupt Menschen sind? Machen, ja, es sind Menschen, ja. Menschen und Was für Personen das sind? Also, ob die sehen die vertrauenswürdig aus? Banditen? Sehen aus wie Banditen? Ja, so typisch, der eine hat so ein bisschen ein schelmisches Grinsen auf. Und der andere, der hat dann... Haut ab! Das war der. Ja. Wie viele sind? 2. Im Moment sind es noch 2. Okay. Vielleicht werden es mehr, vielleicht kommen noch andere hinterher, man weiß es nicht genau. Meine Kampffähigkeiten sind ja immer noch ganz normal. Mhm. Was sehe ich, was die an Bewaffnung haben? Also um einfach die Bedrohung einzuschätzen. Mhm. Ja, die haben beide Schwerter in der Hand. Kurzschwerter? Langschwerter? Also es zwei Hände, eine? Zwei Kurzschwerter. Okay. Ja, kein Schild, kein Helm auf oder so, keine Rüstung, ein bisschen Lederklamotten, halt ganz normale Klamotten im Prinzip. Mhm. Banditen können sich eigentlich auch nicht so viel leisten. Mhm. Und dann, na, wollt ihr jetzt endlich abhauen? Wie weit sind die von mir weg? Also kannst du noch nicht direkt angreifen. Die sind noch einiges weg. Ich gehe ein paar Schritte auf sie zu und Bleib stehen, du Zwerg! Und grummel und Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben. Sonst machen wir dich fertig. Was wollt ihr von dem Mädchen? Das geht dich überhaupt nichts an. Irgendwie schon. Nein. Wir haben gesagt, das geht dir nichts an. Und jetzt halt die Klappe und verschwindet. Mal dir die Situation aus, die beiden stehen bei dem Mädchen, das Mädchen ist ein Schritt weg und ich laufe die ganze Zeit weiter, bärengrummelnd und wütend gucken. Ich hab gesagt, du sollst stehen bleiben. Wann bin ich eigentlich mal nah genug an den dran? Ja. Achso, die beiden können ja jetzt noch irgendwas mal was machen. Ich sprecht sofort, was ihr wollt, sonst werden wir den Zwerg auf euch loslassen. John, versuch sie zu beruhigen. Zu beruhigen? Ja. Beruhigen gibt's tatsächlich nicht. Es gibt nicht beruhigen. Egal. Ich habe mir da schon ausgedacht, das würde man manipulieren, vielleicht erstmal einsetzen. Ich kann sie manipulieren, das kann ich. Ja, das kannst du gut, das deswegen habe ich gesagt, dass du das machen sollst. Aber das muss ja schwer sein, weil ich als Zwerg mit meiner Axt schon auf die zulaufe. Kann ich ihn aufhalten? Du bist jetzt auch gleich kommst du wahrscheinlich zum Zwerg. Kann ich ihn aufhalten? Die bereiten sich schon vor. Roter Bär, bleib stehen. Bleib besonnen. Denk an unsere Abmachung. Welche Abmachung? Erstens galt das nur für Elfen und zweitens habe ich gerade nur 2 Intelligenz. Also, kannst du nicht verstehen, was ich sage. Ist halt noch ich kann, okay, ich nehme es wahr, aber nur als Geräusch. Er ist also, halt so grob, vielleicht 20 Meter noch von denen entfernt. Ja, ist jetzt gleich in Axtreichweite. Ich würde sagen, wir gehen mal näher ran, ja. Ob das Mädchen mitkommt oder nicht, ist mir egal. Ja, wir gehen näher ran. Nee, sie folgt euch im Moment noch nicht. Aber jetzt kommt es tatsächlich dann zum Kampf. Ja. Yay. Also ich stehe jetzt noch, nur damit ich das verstehe, ich stehe jetzt noch so ungefähr 2 Schritte von denen entfernt, sodass die mit ihren Schwertern mich noch nicht erreichen kann, aber ich könnte schon bedrohlich mit der Axt wedeln. Du kannst schon ein bisschen so rumwedeln, ja, wenn du bedrohlich, aber sie weichen nicht zurück, sie sind siegesicher. Das ist nur ein Zwerg. Die haben nichts drauf, die Zwerge.
Okay, ja, wie nah stehen die aneinander? Jetzt kommt es zu. Die sind schon ein bisschen weiter auseinander. Also du kannst nicht beide mit einem Hieb treffen. Ja, das wäre jetzt... Ich hätte natürlich nur einen blinden Hieb gemacht. Klar, nicht, dass ich hier so... Ich treffe beide, weil ich ein Zwerg bin, sondern... Nee. Ja. Welcher von beiden ist mir näher? Also wie stehen die und welcher von beiden ist mir näher? Ich glaube, ich stehe nebeneinander. Ja, so viel Formation kannst du zu zweit nicht machen, ne? Also die stehen... Der eine mit dem Schwert steht halt näher an dir dran. Also der die ganze Zeit brüllt, steht vor. Okay, also es geht nur darum, in einem Zug könnte mich der andere aber nicht flankieren. Das heißt, sie stehen so leicht versetzt, ja? Ja. Mhm. Dann greife ich den an, der näher an mir dran ist. Dann kommst du jetzt endlich zum Kampf, oder? Oh, endlich. Endlich. Ich drauf gewartet dann. Wir konnten die Situation gar nicht anders lösen, weil... Oh, die Kampfmusik geht auch nicht, was ist das für eine Scheiße? Durch den Niedlichkeitsfaktor wirst du sofort der Kampfmusik nicht. Dann fühle ich vielleicht später noch die Kampfmusik ein. Nein, es kann halt auch mal in sozialen Situationen dazu kommen, dass eine niedliche Katze in der Nähe ist. Und dann kann ich einfach nicht sprechen. Achso. Sie ist einfach nur da. Okay, also es kommt jetzt zum Kampf und... wie viel habt ihr Initiative? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Okay. Ich habe 25, aber die sind ja noch weiter weg. Also das heißt, ich werde sowieso als erstes angreifen. Wie viel 25? Wie weit bin ich weg? Du bist hinter mir. Bei der Frau. Ihr seid so ungefähr 10 Meter entfernt, hatte ich auch näher gesagt. Ich bin auch näher an. Ja. 20 Meter, ihr seid jetzt vielleicht 15. Also das ist schon stetig weitergelaufen. Und jetzt kommt die erste Attacke. Lass mal kurz würfeln. Mit einem W6. Oder nee, lass mit mir ins W10 würfeln, stechen. Mhm. Der niedrigere gewinnt. Okay, du. Kritisch! Du hast eine kritische Initiative. Also du kannst. Das jetzt, sieht kritisch. Du kannst dann mit dem Angriff. Da kannst du anfangen. Okay. Also du darfst jetzt auf Attacke Nahkampf. Okay, Attacke Nahkampf mit meiner Axt ist genau. 18. Das heißt, das kann ich eigentlich schon gar nicht mehr. Außer du würfelst eine 18. Ja. Also ist jetzt nicht erschwert oder nicht erleichtert. Jetzt erstmal grundlegender Angriff. Hast du geschafft? Mhm. Oder jetzt einfach für die Parade? Alter, krass, wie 16 oder? Du pariert erst überhaupt nicht, finde ich beeindruckend. Oh, Zwerg. Wie hast du zugeschlagen? So oder so? Kann ich näher ranlaufen in der Zeit? Also, ich habe, da ich die Axt ja so halte, würde ich natürlich erstmal so. Mhm. Okay, also ist er dir einfach seitlich ausgewichen und. Jetzt ist er dran. Kann ich in der Zeit näher ranlaufen? Ja, lauf weiter näher ran. Aber es geht jetzt relativ langsam voran, weil ihm rundenbasiert halt. Okay. Er hat einen Angriff von... Außer wenn ich OT sprechen darf, ihr dürft natürlich auch in eurer Runde sagen, anstatt dass ihr lauft, dass ihr rennt. Ja, oder wir bewegen uns sehr schnell dahin. Wir eilen zu dir. Wir eilen, genau. Ich halte was aus. Also der, offensichtlich ist er nicht gerade der geübteste im Schwertkampf und haut direkt an dir vorbei mit seinem Schwert. Ja. Mir entweicht in der Kampfesbrunst dadurch, dass er mich verfehlt, ein grunzendes Lachen. Ja. Er sagt, na Zwerg, wir sind ebenbürtige Gegner. Und ja. Ich fange laut an zu lachen. Ja, okay, nein. Ich sehe schon, es wird ein interessantes Duell. Der andere kommt so auch auf dich langsam zugelaufen. Ihr seid jetzt noch 10 Meter entfernt. Du hast doch ein Wurfmesser. Ja, das heißt, wie hast du Initiative? Ich habe 15. Ich habe mich übelst hochgeskillt. Ja, dann du bist du ein bisschen weiter weg. Der andere Schwertkämpfer, der kommt auf euch langsam zugerannt. Auf okay. Da, 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 auf da den weiß, dass der Zwerg beschäftigt ist. Auf den Werf. Auf den wirfst du. Okay, dann wirft man eine Attacke. Du bist 10 Meter entfernt. 10 Meter bedeutet, dass es nicht erschwert. Mit welchem W10 oder? Du musst gegen deine Attacke auf deine Attacke Distanz musst du mit 2 W10 gegenwürfeln. Von deiner Waffe. Achso, deine Waffe hat auch noch einen Wert. Wo ist deine Waffe? Da. Deine Waffe hat auch noch. Was hast du dir da? Du hast eine 18, das heißt, du kannst nur mit einer 18 verfehlen, ansonsten würdest du erfolgreich sein. Mhm. 18 oder drüber, ne? Ja, es geht nicht drüber mit dem W10. Okay. Okay. Kannst du Schaden auswürfen, du triffst den Typen. Schaden mit den... Ja, mit dem W6. Und zwar so viel, wie bei der Waffe steht. Okay, mit wie vielen Würfeln? 3. Ja, so steht viel, da. Wie bei der Waffe steht. Genau. 1W6 plus 5. 1W6 plus 5. Okay. Und du machst... 6. Plus 5. Du machst also 11 Schaden. Ich bin so gut. Ja, du hast ihn schon getroffen, so am Arm. Am linken Arm. Also nicht seinen Angriffarm, aber hast du am Arm getroffen. Du Schwein! Kann ja aber nicht sein. Er spricht offensichtlich in Reimen.
Okay, da sie ja noch ein Stück weit weg ist, wäre ich als nächstes dran. Du wirst jetzt als nächstes dran, genau. Also ich habe als letztes einen Schwung nach unten gemacht. Das heißt, natürlich würde ich Schwung nach meine Axt in der Hand leicht drehen. Mhm. Logisch, weil das ist einfach in der Bewegung drin. Okay. Und wird dann so quer nach oben in seine Richtung ziehen. Ja, ja. Weil er ja auch ein bisschen neben mir ist. So ein Stückchen beiseite. So, halt und dann heißt das für mich jetzt, dass ich Attacke 18, weil ich habe ja durch meine Axt dann 18. Ja, klar, okay. Boah. Das habe ich auf jeden Fall geschafft mit einer 15. Ist das eine 6? Ja. Ja, siehst du doch da, die Striche sind. Ja, okay, gut. Ich habe mir extra die schönen Würfel ausgesucht. Ja, du triffst den Typen dadurch, dass er auf dir ausgewichen ist. Ein bisschen auf dem Gras ausgerutscht ist offensichtlich. Ist das ein bisschen modernass, modrig nass. Also, nee, warte, waren 3. Du triffst den Typen. 3W6 plus 5. Mhm. Jetzt wird's lustig. Ja, das sind 18 Schaden. Also nicht tot? Du hast dich schon ordentlich getroffen, kann man eigentlich sagen. Also schon. Ich hab doch gesagt, wir sind ebenbürtige Gegner. Er bekommt Lust zu kämpfen. Er blutet allerdings schon. Du hast ihn mit deiner Axt getroffen. Ja. So. Jetzt nur die Frage für mich für die nächste Runde dann. Steckt meine Axt in ihm drin oder habe ich einen du hast schneidend den, lang? Nee, du hast den. Das heißt, also sie steckt nicht in seinem Körper. Nein, das heißt, ich kann davon ausgehen, und dann bin ich jetzt wieder in der Position. Ja, genau. Okay, genau.